Manche nennen es profan Ping-Pong. Für andere ist es ernsthafter Sport und heißt Tischtennis. Zu zweiteren gehören die ca. 30 Mädchen und Jungs vom SSV 91 Brand-Erbesdorf. Aber sie spielen nicht nur, einige übernehmen auch noch Patenschaften für ihre Sportart. Die Idee entstand aufgrund eines Engpasses beim Trainer und da mussten wir damals in die Bresche springen. Dabei sind wir immer mehr geworden, weil es enormes Potenzial in Brand-Erbesdorf gibt. Und da jeder einen festen Bezugspunkt extra noch brauchte, sind wir auf die Idee gekommen, jedes Mal einen Paten einzuführen, der in der letzten halben Stunde dann gezielt mit den kleineren spielt. So gibt es 7 große Paten, denen jeweils 2 kleine Paten zugeteilt wurden. Auch mit dem Nachwuchs sieht es gut aus. Also wir sind mittlerweile 15 Mann. Bei dem Jugendtraining speziell können da eine U15-Mannschaft stellen, 2 Bezirksligamannschaften, die auch sehr erfolgreich sind. Eine letztes Jahr 4. Platz, momentan 1. Platz und die 2. neue formiert jetzt auf dem 9. Platz. Einer der angesprochenen Paten ist Sören Hähnel. Also ich spiele schon seit 5 Jahren hier in Brand-Erbesdorf Tischtennis. Und Erfolge konnte ich selber schon erreichen mit dem Einzug in die Landeseinzelmeisterschaft Tischtennis U15 2014. Und sehr viele Teilnahmen bei den Bezirkseinzelmeisterschaften in Döbeln zum Beispiel. Seine Gründe zur Patenschaft leuchten ein. Ich habe eine Patenschaft übernommen, weil ich gerne ein Vorbild für die Kleinen sein möchte. Die wollen auch viel lernen und ich denke, wir, eure gesamte Mannschaft und ich auch, sind so gut, dass die bei uns lernen können und später den Verein, genauso wie wir jetzt, auch stärken können. Auch Janek Löffler spielt beim SSV 91. Also das macht mir Spaß. Ich spiele seit 2 Jahren Tischtennis im Verein. Ich mache auch mit meiner Patenschaft. Und da lernen wir halt verschiedene Spieltechniken und Strategien. Und er bringt mir auch viel bei. Seine bisherigen Erfolge können sich sehen lassen. Also ich spiele jetzt in der Kreisliga mit, U15. Habe ich auch schon letztes Jahr mitgespielt. Und Vereinsmeisterschaft, mein erster im Doppel. Einer der jüngsten Sportsfreunde ist der Brander Antonin Reifegerste. Naja, ich habe mit Leichtathletik aufgehört und dann habe ich einen neuen Sport gesucht. Und da war mir das nächstbeste, was mir eingefallen ist, da viele meiner Freunde auch Tischtennis spielen, Tischtennis. Seine Vorhaben fasst er schnell zusammen. Naja, ich habe mir vorgenommen, einfach immer fit zu bleiben und vielleicht irgendwann mal ein paar Medaillen zu holen. Ebenfalls aus Brand kommt Carsten Rehwagen. Ich bin seit 3 Jahren bei Tischtennis. Es macht mir Spaß. Ich gehe gerne hier zum Training und mein Ziel ist, dass ich später mal Bezirksliga spiele und auch Spielpunkte hole und gut für die Mannschaft bin. Er hält die Patenschaften für eine gute Sache. Ich finde, die Patenschaft ist gut. Ich habe schon viel gelernt. Mein Pate ist der Bruno Bellmann und der hat mir auch schon ziemlich viel beigebracht jetzt in der letzten Zeit. Und ich bin jetzt schon seit einem Jahr ungefähr sein Pate. Seit knapp 3 Jahren spielt Nico Richter mit. Meine Ziele sind, bald in der Bezirksliga mitzuspielen und auch viel Gewinn zu machen. Auch von ihm ist nur Positives über die Patenschaften zu hören. Also sind die Patenschaften durchaus eine gute Sache und könnten bestimmt in anderen Sportarten auch eingesetzt werden. Gut angenommen werden sie auf alle Fälle. Den Sportverein wird es freuen, wenn er Mitglieder wie den kleinen Antonin Reifegerste sagen hört: Ja, das macht mir sehr viel Spaß und ich denke, ich werde auch noch eine Weile hier bleiben.